Da habe ich schon einiges vorbereitet. Oh fuck, ich war nicht bei Meeresgrund. Oh doch, Spindhöhle. Ne? Okay. Okay, wo war ich jetzt noch gar nicht? Ah. Oh, wo war ich jetzt nicht? Da war ich. Mann, fick dich, ey! Da hinten war ich gar nicht. Noch nichts zu sein. Ah, ein Globo. Wieso noch einer? Gibt's hier etwa... What the? Das wusste ich gar nicht. Was kann die mich denn verwandeln? What the guy? Komm, Globo, wollen wir es nochmal geben? Ja. Natürlich, werf es einfach hinein. Aber fertig, ich springe in den Mumba weg. Okay. Delfin, Fisch, Mülleimer. Ein U-Boot? Umba, das ist ein U-Boot. Betätige den linken Stick, um zu drehen, dich auf der Stelle und zu drücken A, wenn du schnell sein wollen. Echolot, du drücken X oder L und LT für Torpedo-Attacke. Geil. Was bringt das jetzt? Aha, bestimmt damit kann ich. Doch nicht. Ja, was bringt mir der Kerl? Ich mich gerade verletzt. Na gut, ich schau mal. Aber eventuell kann ich so tiefer in die Dinge gehen. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Hm. Mal gucken. Nein, nicht das. Habe ich gespielt, die haben sogar von den Welten was? Aha. 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 Ja, für die Moves, alles klar. Ja. Meeresgrund Minen spielen. Bitte Baby Tiptop aus und helfe er ihm. What the fuck? Bitte Baby Tiptop aus und helfe er ihm. Im Fischturm Wasser im Schwimmbecken reinigen und erwärmen. In der Höhle unter der Spelunke. Rette die frohe Vroni aus dem großen Fisch. In einem durchsichtigen Fisch. Also den durchsichtigen Fisch und die frohe Vroni habe ich schon gesehen. In der Höhle unter der Spelunke habe ich auch. Wasser im Schwimmbecken reinigen, das kann ich nicht. Im Fischturm. Bin ich glaube nicht gewesen, bitte Baby Tiptop aus und helfe ihm, okay? Meeresgrund Minispiel. Meeresgrund Minispiel, das müsste ich eigentlich jetzt machen können. Okay, mal schauen. Was du nicht sagst. Das ist ja dann geht nicht. Da, Spindhöhle.
Hast du eine hergefunden? Willst du auf meinen Minen schießen? Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Brauchst du Instruktionen? Ja, so. Ich habe hier meine Minen entsorgt. Hoffentlich erwischen sie dich. Zerstöre meine Minen, um für den Punkte zu sammeln. Blaue sind 3 Punkte wert. Grüne sind 2 Punkte wert. Und rote nur einen mittigen Punkt. Fertig? 3, 2, 1, los! Habe ich einen Zielsucher? Oh ja. Wir haben nur blöd rumschießen muss. Wow. Wie viel wollte sie? 60? Das sollte ich hinkriegen. Aber im ganzen Plan sicher. Ja, 60. Ratte, mit viel Glück hast du genug Punkte für den Preis gesammelt. Way! Wo bin ich Spiel? Wo ist das Teil? Es gibt zwei Wege? Und was bringt das überhaupt? Wo ist das Teil? Moment mal, wo ist das Ding? Hier komme ich. Ah, da hinten. Was bringt das? Da. Ein weiteres Spiel gefällt? Irgendwas muss es noch bringen, aber ich weiß echt nicht was. Aha! Aber bei denen bringt's nichts. Egal, verwandeln wir uns zurück. Mantis. Ich wusste echt nicht, dass die hier ist. Okay, gut, dann haben wir nicht mehr so viel. Ein da. Mal schauen, dass der Fisch da bleibt noch, das gleich bei ihr und das in der Höhle, mindestens noch. Da sollte alles mit Kazooie, also ich, größtenteils machbar sein. Na, wo ist der Fisch? Da. Ja. Ich verstehe aber nicht die Mechanik dahinter. Ja. Egal, ich will sie verstehen, ich will es nur kriegen. Da. So, damit ist Zeit für den Fisch da, man, den kann ich mir nicht gut erinnern. So, und zwar ist das dieser
eigentlich das größte Gebäude, nämlich das da. Und dazu braucht man ein kleines Rätsel, um es zu öffnen. Ist aber nicht sehr schwer. Mal kurz in die Wand anschauen. Also, ich bin nicht so unterwandert in griechischen Dingern. Ich weiß nur, dass das erste ist Omega. Eins davon ist, glaube ich, Zeta und nein, Pi ist das nicht. Egal, Omega, komisches Haus, Dreieck, E oder 3, Omega Haus. Omega Haus, Dreieck, 3, Omega Haus. Haus Omega oder Omega Haus? Omega Haus. Omega Haus, Dreieck, 3, Omega Haus. Okay. So, und wir haben jetzt hier 4 Meerjungfrauenstatuen mit Zeichen und da müssen wir jetzt diese Kombination eingeben. Also, das ist die 3. Zeta, das müsste Zeta sein. Und das ist Delta. Ich weiß nicht mehr. So, also, Omega. Haus. Das kennt sogar Delta, ich weiß gar nicht mehr. Dreieck. Dreieck habe ich gesagt. 3. Omega. Und das da. So. Sesam, öffne dich. Oh, der Schatten, was ist denn damit los? Das ist jetzt wieder so eine Art Minispiel. Also Minispiel. Ist ein bisschen nervig. Okay, so. Genau, Fischstab, da ist er ja. So, der Typ da. Hallo du! Oh hi, ich heiße Cross. Cross? Klingt nicht sehr nach Schwein, oder? Eigentlich heiße ich Cross gebraten. Ah, verstehe. Was tust du hier, Herr Braten? Ich mache Urlaub und versuche diese wundervollen Zeichnungen an den Wänden zu fotografieren. Klingt faszinierend. Ja, das ist es, aber da sind diese verfressenen Fische. Hast du keine Harpune? Ich hatte nur genügend Dublon für diese super Kamera. Vielleicht könntest du mich beschützen, während ich da unten bin. Okay. Also gut, wenn du mir dann nach unten folgen könntest. Jetzt muss man einen schönen Winkel finden, wo man halt da campt. Wie gesagt, die Steuerung ist der größte Feind. Ich hoffe, du bist soweit. Da kommen sie. Verarschen? Diese Steuerung. Diese Biester haben scharfe Zähne. Stell dich bitte an. Versuch das nochmal. Ich hab kein Eier. Also gut, wenn du mit deiner Funke holen könntest. Ich hab kein Eier. Dann muss ich ja burn. Ist bereit. Dann kommen sie. Oh. Are you fucking... Oh, wenn die... Da muss ich wechseln. Gut, jemand bringt das ja nicht. Oh Gott. Ich
glaube, das reicht. Ich gehe wieder an die Oberfläche. Mit seinen epischen Amerika-Badehosen. Oder ist das? Nein. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich habe alles im Kasten. Vielleicht hast du Interesse an diesem Ding hier. Und wie ich das habe, Mann. Und wie? Ausgebraten. Ist das ein Gameboy? Tja, ich lasse diese Bilder jetzt entwickeln. Das ist ein Gameboy. Geil. Okay, abgenommen Eier. So. Okay, wie ich immer nur die scheiß Feuer erwischen. Und Eis. Da. Boah, gleich 20 Stück. Okay, was steht jetzt an? Lass mich kurz schauen. Okay, Nummer 2 check ich überhaupt nicht. Bitte drücke Baby Tiptup aus und helfe ihm. Tiptup. Baby Tiptup. Baby Tiptup. Helfe ihm. Was im Schwimmbecken reinigen und wem geht er nicht in der Hölle unter der Spelunke? Muss ich machen? Fröhliche Ding. Okay. Dann bleibt meiner Meinung nach noch eins übrig. Tiptup, Baby Tiptup. Tiptup ist die Schildkröte. Hey, noch irgendwo eine Schildkröte ist? Weil wenn er brüten sagt, dann ist es sowieso schon mal zum Fehlen, weil ich kann noch nicht brüten. Brüte, Baby Tiptup. Oh nein, toll. Es hat einfach jetzt funktioniert. Okay. So, jetzt kann ich, sag jetzt mal, die Aufgabe in diesem Level, die mir am meisten in Erinnerung blieb. Und damals bei meinem allerersten Run als Kind. Also dieses UFO hier. Und das, keine Ahnung, das war für so irgendwie so, what the fuck. Im UFO. Seid gegrüßt, Herr Bärmann, Erdlinge. Wow, echte Aliens. Heißt einer von euch Elvis? Nein, wir heißen Alf, Betty und Gamma. Außerdem sitzen wir in der Patsche. Lass mich raten, du musst nach Hause telefonieren. Nein, dafür haben wir ein Mobiltelefon. Die Antriebseinheit unseres Schiffes ist der Schiff. Wir werden Eis betrieben, das wir nicht haben. Da können wir sich irgendwie aushelfen. Yep. Ziemlich simpel eigentlich. Wir haben keinen Antrieb mehr, weil uns das Eis fehlt. Helft euch eure überragende Intelligenz, sagt nicht mehr was. Stimmt. Was? Wir haben keinen Antrieb mehr, weil uns das Eis fehlt. Ja, oh nein! Oh, habt ihr nicht bemerkt, dass ich zum Mingo an Bord hab? Okay, Eis, hm? Aktiviere schnell die anderen Kristalle. What the? Ihr habt versagt, erbärmliche Edlinge. Dann macht es doch selbst. Habt ihr eigentlich eine Aufenthaltsgenehmigung? Okay, auf ein neues. Vergessen, dass es ein Zeitlimit hat. Das war ziemlich knapp. Scheiße, das schaffe ich nicht.
Fuck, kann ich das eigentlich von hier? Ah ja, klar, natürlich. Ja. Steuerung. Wie man Daumen einfach nicht. Goddammit! So. Boah, das sind aber alle sehr präzise Schüsse. So, jetzt noch du. Danke, Erdbeer und Vogel. Bitte geht jetzt von Bord. Wir müssen abreisen. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Habt ihr irgendeine Belohnung? Wir sind auf etwas Glänzendem gelandet. Wie wäre es damit? Geht jetzt. Okay. Wir sollten uns nicht mit bösen Außerirdischen, die kein Eis haben, anlegen. Wo ist der Scheißausgang? Ach, wie die mit dem Laserkanon um sich bauen. Wo ist der Scheißausgang? Hä? Warte, der Ausgang war doch irgendwo hinter einem scheiß Alien. Oh, what the fuck for is that? So, die gehen jetzt. Abtrieb aktiviert. Navigationssensoren aktiviert. Merkwürdige Lichtquelle aktiviert. Alle Systeme laufen. Verlassen wir diesen ekelhaften Erdtümpel und suchen wir die Kinder. Ich glaube, sie sind über einem schneebedeckten Berg noch gelandet. Und noch mehr Aliens. So, das kann es wahrscheinlich ziemlich egal sein. Wir haben nämlich das Ding da. Ja. So, jetzt nichts wieder raus hier. Und jetzt noch zwei andere Teile. Und dann war's das. Zum Glück in 90 Minuten schon. Epische Musik, ja! Fuck. So, also, jetzt musst du Jolly Roger. Er wird froh sein, dass sein Ding wieder, dass seine Freundin da ist. Ja, richtig. Danke, dass du meine Partnerin gerettet hast. Das war doch ein Klacks. Nein, ehrlich, ich bin dir sehr dankbar. Bist du ein Becher feinster Limonade auf Kosten des Hauses? Vielleicht später. Dann nimm wenigstens dieses bescheidene Schmuckstück an. Ja. Danke für die Rettung aus den übelichen Innereien dieses grässlichen Seeungeheuers. Das hat einen ziemlich großer Fisch. Mir kam mir wie ein Ungeheuer vor. So, hab noch drei Goldblumen. Ich habe mal geträumt. Ich dachte, ich muss zerstören. Ich weiß, dass hier noch irgendwie was ist bezüglich des Captain Zomba. I don't remember. Egal. Was ist das, was steht hier? Today's special salty dumplings tried Toad in the Hole. Toad in the Hole? Siemens Surprise. Toad in the Hole. Ja, ein Frosch in der Höhle. Oder Hole, nein, Hole. Doch. Weil ich war ohne W geschrieben. Tja, Toad. Armer Typ, ne? So. Jetzt noch kurz den hier holen. Fuck, ich packe hier die Tonschuhe dafür. Warte, ich muss kurz schauen.
Nee. Nee, nee. Das wird schon bringen, nee, gar nichts. Nee, auch hier brauche ich sowieso den epischsten Move ever. Okay, oh, ich bin zumindest mal die Codex-Seite hier. Gott verdammt, wieso sage ich das jedes Mal? Ja, noch ein Cheat. Warte, hier unten war das noch was. Oh, vergessen. Wie ja, da. Way. Ja. Okay, ich sehe dieser Tip-Top. Bunti GmbH. Okay, Spoiler. Oh nein, zu wenig Eier. Warte, wie viele sind's? Hoffentlich nur zwei. Nein, scheiße. Fuck. Kann er vielleicht nicht zurück? Nein, es geht nicht. Ja, warte, wobei ich ein paar Eier holen könnte und dann. Ja, ich suche ein paar kurz ein paar Eier. Die müssen bestimmt irgendwo welche rumliegen. Ja, nein. Überall. Toll, das heißt, für zwei Dinger hier brauche ich Kazooie. Damn it! Oder? Gar nicht mehr, was jetzt noch genau fehlt. Und 13 müssen reichen. Oh, kurz überlegen. Ein Fischturm habe ich. Das Wasser kann ich noch nicht erhitzen. Das hier hinter mir kann ich noch nicht holen. Da war noch gerade noch irgendwas. Can't remember. Ah, war da noch was? Ah ja, Devin, dieser Tip-Top. Weil ich nicht mehr weiß, wo der ist. Nein. So, was ist hier? Keller, Müllbeseitigungsanlage. Way! Bald hab ich's. Nur deswegen. Oha. Da, das ist so pain in the ass. Dass du nur wegen einem Jinjo aus einer anderen Welt, aus einer völlig anderen da hinein quasi reisen musst. Richtig schlimm, wenn ich das nicht per Zufall entdeckt hätte. Dann hätte ich den Jinjo gesehen in Grunti GmbH und hätte mich zu Tode geärgert. So, ich denke, diese Welt ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt kurz nach oben, schauen kurz die Statistiken an und dann abschieben wir uns von dieser Welt. Holen uns einen Cheat. Ja, doch ein Cheat. Drehzeit. Ich brauche Eier. So. Also, Statistik, Gesamtübersicht, eine Wabe, zwei Seiten fehlen uns noch und drei Puzzlestücke, das stimmt. Okay, gut, ja. Ja, nur eine Wabe gefunden, glaube ich, aber gehen wir.